Hallihallo, willkommen zurück zu unserem sechsten Part von Castlevania Aries of Sorrow. Wir haben in der letzten Folge die Großrüstung besiegt und den Soldaten Hammer befreit, welcher daraufhin einen Laden eröffnen wollte. Und soeben haben wir die Geisterseele gekriegt, also zumindest die des Geistertänzers, welche unser Glück um ganz 4 Punkte erhöht. So, hier haben wir sie. Ich werde jetzt noch eine Handvoll von diesen Geistertänzern ins Gewissen nehmen. Einfach weil wir die EP haben wollen. Wir steigen nämlich bald ein Level auf. Obwohl, nee, wenn ich Lebensenergie anschaue, lasse ich das lieber. Wir gehen jetzt hier hoch. Nochmal zur Erinnerung, in diesem Raum sind wir. Und hier hüben findet sich ein Warp-Spiegel. Zumindest kann man ein Warp-Raum oder sein Spiegel sein, so kann ich leider nicht sagen. Und wir können dann alle besuchten oder auch diesen einen unbesuchten Ort teleportieren. Und da dieser Ort genau beim Anfang liegt, wir werden die Stelle sicher wiedererkennen. Es handelt sich hier um den Raum mit den vielen Zombies. Jedenfalls, da wir jetzt uns genau hier befinden, können wir unverzüglich zum Laden gehen, zumindest fast unverzüglich, denn erst einmal holen wir uns hier oben diesen Anhänger, den Glücksbringer, welcher unser Glück noch einmal zusätzlich um nun ja 2, insgesamt 3 Punkte erhöht. Vorführeffekt. So, und hier befindet sich Hammer. Er sagt jetzt ein bisschen was wie, hallo, du hast den Laden aufgemacht. So ist es übrigens. Er meint jetzt auf jeden Fall bloß, dass Omas Freundin die Service anschaut. Es hat allgemein keinen Nutzen für die Story, deswegen habe ich es jetzt kurzhand übersprungen. Ich verkaufe jetzt alle Waffen, die ich gefunden habe, zumindest fast alle. Ich behalte das Taschenmesser vom Anfang einfach so. Und ich behalte die Peitschenklinge. Alle anderen drehe ich ihm jetzt aufs Auge. Bei den Klamotten ist das gleiche. Das vom Anfang behalte ich. Rest verkaufe ich. Die Seitenrobe, die Intelligenz um 5 Punkte erhöht, behalte ich ebenfalls. Und sonst die Accessoires. Und dafür kaufe ich mir jetzt die Schlosskarte Stufe 2 oder Nummer 2. Als Waffe kommt das Katana in Frage. Und die Kampfkleidung. Und ich nehme, weil das werde ich noch bestimmt brauchen, hier für Tränke mit. So wie ich mich kenne, werde ich die sowieso wieder verpulvern. Und es gibt einen netten Effekt in dem Spiel, redet man mit Mika Hakuga. Die einen jetzt über Hammer befragt und sagt, dass sie ihm mit ihm nichts anfangen kann und meint, ob der vielleicht gefährlich sein könnte. Nun ja, beruhigen sie, und auf jeden Fall hat sie uns die Lebensenergie wieder aufgefüllt. Was ein ganz netter Effekt ist. So, schauen wir auf unsere neue Karte und dann merken wir, dass wir zu einem diesen Raum hier haben. Den wir noch ganz oben laufen können, auch wenn es dort nicht weitergeht. Genau, hier ist das Leveler, von dem ich vor uns gesprochen habe. An dieses Messer hier oder Schwert, was es ist, da drüben kommen wir leider noch nicht dran. Das werden wir erst später bekommen. Und
wir wieder Bargeld. Das werden wir später brauchen. Den Hammer erweitert von Fall zu Fall sein Repertoire. Na, du komische Chucky-Puppe, lass dich töten. Hier können wir die Kestus, das sind Schlagringe, mitnehmen. Eigentlich brauchen tun wir sie natürlich wie das meiste hier nicht, aber der Vollständigkeit halber zeige ich es euch einfach. Jetzt können wir diesen Raum wieder verlassen und uns nach rechts begeben. Da wir jetzt Doppelsprung haben, können wir hier gleich drüber abkürzen, wir müssen nicht im unteren Weg laufen. Hier schmetzen wir uns durch ein paar Skelette, die hier rumstehen. Und wir können übrigens ihre Knochen abschlagen. Wenn wir Dagis eine Weile machen, genau, schmeißt sie ihren Schädel. Das allerdings keinen sonderlichen Effekt hat. Genau, hier ist der Raum, in welchem wir nach oben müssen. Wir erinnern uns. Hier oben war neben einem Skelett, ein Bogenskelett in dieser Axtrüstung noch dieser Weg hier. Um dorthin zu kommen, machen wir als erstes das Skelett hier platt. Springen hier hoch, nehmen uns den Besitz hier mit. Leiten hier rüber und schon haben wir noch einen Fall im Bauch. Nee, da hoch wollen wir noch nicht. Haben wir hier die Fackeln zerdeppern und uns hier unten wieder der Vollständigkeit halber eine Lanze besorgen. Lanze, damit ihr es mal gesehen habt, ist so ein Punkt stärker, allerdings ist die Angriffsradius, die Reichweite ist vielleicht etwas höher, aber der Radius nun leider ja nicht sonderlich groß. Um genau zu sein, wie die meisten Attacken geht sie nur nach vorne. Da ist das Cutterman mit einem Rundumangriff, mit welchem wir jetzt gerade dieses Sirenen, ne? Himmelgut haben noch viel besser. Apropos Sirenen, davon werden uns hier mehrere begegnen. Und jetzt gehen wir hier durch und ihr erratet es schon, hier im Tanzsaal wird uns gleich die nächste Konversation treffen, und zwar genau hier. Seltsam, ich spüre eine dunkle Macht in dir. Wer bist du? Wie unhöflich, andere auszufragen, bevor man sich vorgestellt hat. Stimmt, mein Name kann ich nicht sagen, aber man nennt mich Jay. Jay, du verschweigst deinen Namen? Bist du ein Verbrecher? Nein, ich habe Amnesie. Angeblich hatte ich 1999 einen Unfall. Als ich im Krankenhaus aufwachte, hatte ich alles vergessen. Ach, ich verstehe, ich heiße Soma. Deine dunkle Macht, hattest du sie immer? Keine Ahnung. Ich habe sie erst in diesem Schloss entdeckt. Ich verstehe. Ich habe mich wohl geirrt. Mr. Jay, warum bist du in diesem Schloss? Nenn mich Jay. Ich habe Angst, wenn ich Draculas Namen höre. Der Prophezeiung wegen kam ich her. Und wegen meiner Amnesie. Seither kommt meine Erinnerung allmählich zurück. Dein Unfall war 1999? Vielleicht hatte Dracula seine Hand im Spiel. Das fürchte ich auch, besonders da ich magische Kräfte habe. Jay, bist du Exorzist?
könnte man so sagen, aber ich arbeite nur für mich selbst. Ich muss los, bestimmt sehen wir uns wieder. Ja, bis dann. So, und schon haben wir den nächsten relevanten Charakter in der Story gefunden, nämlich Jay. Ich könnte jetzt natürlich spoilern, wie er wirklich heißt, aber das wird die Überraschung bleiben. Und eigentlich wollte ich jetzt kann ich Katanas verschießen, nicht nur damit handeln. Wenige Situationen, wo man die Lanze effektiv nutzen kann. Ach, hier kommen wir natürlich mal wieder nicht weiter, weil uns eine Fähigkeit fehlt. Aber merken wir uns diesen Raum. Hier werden wir auf Garantie noch einmal zurückkommen. So, ich muss gestehen, ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo es lang geht. Ja. Ich weiß bloß in etwa, wo wir hin müssen. Deswegen werde ich erstmal in diesen Raum hier beenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Zu Castlevania Aries of Sorrow. Bis dahin, euer Dark.